Was geht ab, ihr Zocker? Hood Outlaws & Legends ist auf jeden Fall ein schöner Multiplayer-Heist-Titel und es hat so seine schönen Momente, es hat so seine scheiß Rage-Momente. Wir kennen es alle und manche Leute wollen damit vielleicht anfangen oder sind von dieser steilen Lernkurve ein bisschen beeinträchtigt oder haben da keinen Bock drauf, weil sie das Spiel nicht verstehen. Und ich muss auch ehrlich zugeben, Hood Outlaws & Legends, das Tutorial ist einfach scheiße, sagen wir so, wie es ist. Es ist richtig mies, du lernst ein bisschen die Steuerung, hast keine Chance, das nochmal zu wiederholen. Warum sollte man sich das antun, ganz ehrlich? Damit man ein bisschen den Einstieg in Hood Outlaws & Legends verleichtern kann, ist dieses Video jetzt da. Den ersten Tipp, den ich euch geben kann, ist, Hood Outlaws & Legends wird in 3 Phasen gespielt. Ja, ich weiß, es gibt genug, wenn ihr mit Randoms spielt, das ist alles nur eine Action-Phase, aber das sind meistens die Leute, die das nicht verstehen. Und ich gebe euch jetzt mal den Tipp, es gibt eine Stealth-Phase, es gibt eine Transport- bzw. Vault-Key-Phase und es gibt die Extraktionsphase. Und jede hat ihr eigenes Tempo. Für euch kann ich nur empfehlen, in der ersten Phase spielt langsamer, sucht den Sheriff, nimmt Punkte ein, meuchelt die Gegner weg, wir kommen gleich dazu, warum man in der Stealth-Phase sich so verhalten sollte. Achtet darauf. Wenn ihr jetzt einfach reinrusht so und denkt, ich kann den Platt machen, weil ich bin der Beste. Ihr werdet ganz schnell den Spaß daran verlieren, glaubt mir. Weil Aggressivität ist nie ein Weg zum Erfolg. Außer vielleicht bei Azuras Wrath, da geht das vielleicht noch, merke ich gerade. Achtet darauf, dass es diese 3 Phasen gibt und es ist auch sehr wichtig, darauf seine Strategie nachher aufzubauen. Der nächste Tipp ist auch ganz wichtig und ist eigentlich schon Standard. Pinkt die Gegner, pinkt Objekte, damit ihr mit dem Team so interagieren könnt. Hat folgende Vorteile. Erstens kriegt ihr Erfahrungspunkte und zweitens könnt ihr dann dadurch, wenn ein Gegner stirbt, beziehungsweise ein gepinktes Ziel, kriegt ihr nochmal Assist-Punkte obendrauf. Das heißt, eure Erfahrung und Fähigkeitenleiste bzw. Ulti-Leiste füllt sich schneller. Also pinkt ruhig, es gibt keinen Grund, das nicht zu machen. Da man muss nicht hier rumspammen mit ne? Das ist nervig, gar keine Frage. Aber so ein Ping kann wirklich das Mindeste sein, um mit dem Team zu interagieren. Und es gibt auch wirklich gute Randoms, die mit euch zusammenspielen. Damit könnt ihr euch das Leben richtig einfacher machen. Der dritte Tipp ist auch ganz einfach und ja, sehr essentiell. Und das ist auch ganz wichtig, dass ihr den verinnerlicht. Das ist das Wichtigste. Das ist, jeder Charakter hat seine Rolle im Team und die muss man am besten ausführen. Robin Hood ist zum Beispiel ein Fernkämpfer und ohne Scheiß, ich sehe immer wieder Robin Hoods im Nahkampf. Das ist das Dümmste, was ihr machen könnt, gerade gegen mehrere Gegner. Haltet euch auf mittlere bis hintere Distanz, so könnt ihr dem Team effektiver helfen. Ich meine, ihr habt einen fucking Bogen! Einen Bogen! Das heißt Fernkampf, nichts anderes. Marion ist die Mitteldistanzkämpferin, das heißt, ihr könnt von der Mitte kommen. Nahkampf kann die auch absolut nicht. Das heißt, sie ist eine Mitteldistanzschützin und Assassinin. Die ist wirklich auch assassinieren und Bogen hier mit der Armbrust schießen. Mitteldistanz halt. Und Tuck und John sind die Nahkämpfer im Team. Und beachtet diese Regel wirklich. Ich kann euch mal einen Clip zeigen, wo wir das am Anfang noch nicht wussten. Das war aus meinem ersten Video. Spielen wir jetzt hier ein. Wir haben die Assassinen von meinem Kollegen. Wie gesagt, da wussten wir es aber auch noch nicht komplett. So, die Assassinen geht vorne auf den Brawler, haut den. Und das hat halt keinen Effekt, weil sie halt dafür nicht gemacht ist. Die hat halt nur so ein kleines Messer an der Hand. Wäre ja auch dämlich, weil dann könnte man nur Robin Hood spielen 4-mal. Weil du kannst ja dann eh alles. Deswegen lernt die Charakterrollen. Es werden noch einzelne Guides zu den Charakteren kommen. Da werden wir explizit darauf eingehen, wie man was spielen kann, wo man ein bisschen Veränderung machen kann. Und jetzt kommen wir zum nächsten Tipp aber auch. Der nächste Tipp bezieht sich auf die komplette Stealth-Phase, beziehungsweise bis ihr an die Schatzkammer kommt oder die Truhe habt. Und das ist, seid so leise wie möglich. Wenn ihr entdeckt werdet, ihr erkennt das praktisch gesehen an dem roten Schleier. Erstmal wird das ganze Gebiet abgeriegelt, das könnt ihr auf der Karte dann sehen, dann wird das für rotlich. Und dann habt ihr mehr Wachen dort. Wachen können euch übelst platt machen, auch einen Brawler. Das heißt, das ist schon mal nicht ganz so geil, da sollte man schon aufs Assassinieren gehen bei den NPCs. Und vor allen Dingen, was noch wichtig ist, das gegnerische Team weiß, wo ihr seid. Das heißt also, ihr habt den Key, geht zum Vault Key praktisch gesehen oder in den Vault Room, wollt die Truhe haben und wenn ihr das Stealth gemacht habt, wissen die Gegner nicht, wo ihr seid. Das ist doch viel mehr vom Vorteil. Das heißt, ihr könnt die Truhe extrahieren, seid ihr dann auch noch in der Transportphase Stealthy, habt ihr euch praktisch gesehen den Vorteil erbracht und wenn ihr dann noch wisst, wo ihr gespawnt seid, ist nochmal ein kleiner Gratis-Tipp schnell, da müssen wir das nicht so füllen hier. Dann könnt ihr praktisch gesehen den auf eure Spawn-Seite bringen. Wir machen jetzt hier mal ein Kartensymbol, ihr spawnt hier unten, sagen wir mal, habt dann da den Extraktionspunkt, habt dann noch zusätzlich A eingenommen. Ihr habt dann einen taktischen Vorteil und vor allen Dingen durch Stealth-Kills könnt ihr noch eure Ulti-Anzeige füllen. Deswegen Stealth-Spielen bringt richtig was, bringt jeden NPC um. Es hat nur Vorteile.
Als fünften Tipp kann ich euch nur geben, wenn die Stealth-Phase abgebrochen ist, versucht so nah wie möglich an Teammates zu bleiben. Das hat folgenden Grund: Ihr könnt Gegner assassinieren, also gegnerische Spieler, ihr könnt versuchen sie zu killen und das ist halt alleine nicht so einfach. Wenn jetzt sagen wir mal die Transportphase der Truhe ist und ihr seid alleine, ihr habt nichts gewonnen, sagen wir so wie es ist. Ihr werdet höchstwahrscheinlich sterben, weil die werden alle aggressiv auf die Truhe pushen. Sei Gott verdammt, wenn ihr nicht pingt, also ihr könnt das Pingrad gedrückt halten, sagt kommt her, versammelt euch. Mehr könnt ihr dann nicht machen bei Randoms. Wenn ihr jetzt mit 2-3 Leuten natürlich zusammenspielt oder im besten Fall 4, könnt ihr euch konzentriert darauf gehen und das macht auch dann mega Spaß und dann geht richtig die Brawlerei los und die Action und wie gesagt, seid kein einsamer Wolf. Ihr werdet dann definitiv sterben, insbesondere wenn ihr ein Robin Hood im Nahkampf seid. Und hier kommen wir noch zu einem kleinen Meme, was das verdeutlichen wird. Der Radler der Gerechtigkeit, Moomin Rider ist zur Stelle. Ein Superheld, was? Lächerlich. Los geht's! Ja, habe ich schon mal gesagt, ich liebe den Moomin Rider One Punch Man Clip. Der nächste Tipp ist eigentlich auch gar nicht schlecht und das ist, benutzt eure Ausrüstung für die richtigen Momente. Marianne hat eine Rauchgranate und die Rauchgranate ist im Endeffekt dafür gedacht, dass ihr stealthen könnt. Das funktioniert aber bei Spielern nicht so gut, damit könnt ihr nur Sicht blockieren. Das ist vielleicht beim Winden ganz gut, so zum Schluss, damit das Aim für Robin Hood ein bisschen schwerer wird. Wenn er das nicht sieht, kann er da nicht drauf aimen und dann schießt er so ein bisschen Rauch und das könnte manchmal die 2-3 Sekunden geben, bis er den Pfeil wieder geladen hat. Wenn wir zum Beispiel die Blitzgranate nehmen von Robin Hood, die können wir in einem Kampf unterstützend werfen. Eure Teammates werden nicht mitgeblendet. Bedeutet also, ihr könnt so einen taktischen Vorteil erschaffen. Mit Tack können wir praktisch gesehen die Ausdauer der Gegner reduzieren. Das ist beim Winden richtig geil oder auch in Kampfsituationen. Wenn ihr die Heilgranate habt, ist das natürlich ganz gut fürs Team, einen taktischen Vorteil zu kriegen. Und bei John, ja, den werfen wir zum Beispiel beim Winden oder auch, um vielleicht in eine Gruppe reinzuwerfen und so viel wie möglich wegzubomben. Deswegen nutzt die Ausrüstung richtig gut, aber benutzt sie nicht für irgendeinen Scheiß. Tipp 7 ist eigentlich ein Quick-Tipp. Ja, es ist eigentlich ganz simpel und es gibt immer einen Weg zu eurem Ziel. Ich sehe immer noch Spieler, meistens Randoms muss man dazu sagen, die etwas unterlevelig sind. Ne, die warten, wenn sie entdeckt werden, werden natürlich die Burgtore geschlossen, beziehungsweise kommen die Fallgitter runter. Und die warten vor dem Fallgitter, wenn sie keinen John haben. Warum? Ihr habt links die Möglichkeit, ein Seil abzuschießen, gerade wenn ihr einen Fernkämpfer habt oder Mitteldistanzkämpfer. Wir wollen ja bei der Marianne nicht einen Fernkämpfer draus machen. Oder ihr habt die Möglichkeit, rechts in eine Tür reinzukommen. Und das ist so essentiell und jeder kommt durch eine Tür. Es gibt auch bestimmt irgendwo noch eine Leiter. Mal klar, man muss sich ein bisschen mit den Maps auskennen, mit den Gegebenheiten. Da sage ich auch nichts zu, lernt die Maps auch. Na, aber es gibt nicht nur einen Weg, es gibt immer mehrere. Es gibt an der Küste zum Beispiel eine Brücke, wo man rübergehen kann. Dann kann man von den Docks zum Hafen rüber. Also, wie gesagt, bleibt nicht an so einem blöden Fallgitter stehen und wartet, bis John kommt zum Beispiel. Na, es gibt bestimmt irgendwo eine Leiter oder eine Tür, wo man durchkommt. Oder für einen Fernkämpfer ein Seil. Jetzt sind wir beim vorletzten Tipp schon angekommen und das ist in der Extraktionsphase. Extrahiert nicht zu geierhaft. Im Moment ist die Meta in dem Game so, dass man euch bis zum vorletzten Punkt alles machen lässt, beziehungsweise auch sich mal einen Tod in Kauf nimmt oder einen Punkt einnimmt, weil der vorletzte Punkt dann irgendwie noch gesichert werden kann. Bis dahin ist alles scheißegal und dann im letzten Moment werdet ihr durch Ultis, durch Ausrüstungen gekillt, durch Fernkämpfe, Hauptsache eure Gruppe ist dezimiert, Überzahlspiel, dann wird gewindet und es ist vorbei. Das bedeutet also, windet wirklich nur zum vorletzten Punkt erstmal und guckt, wo die Gegner sind, nimmt zur Not Punkte ein, versteckt euch, sorgt dafür, dass der Sheriff da steht, irgendwas, ne, aber versucht nicht den letzten Punkt zu machen. Meistens steht irgendwo ein Robin Hood oder eine Marianne schon bereit, euch im letzten Punkt abzuknallen und dann war's das. Dann kann ich euch zum Winden noch einen Tipp geben. Das beste Windkombinationsteam bzw. Extraktionsteam besteht aus einem Fernkämpfer und einem Nahkämpfer. Die Nahkämpfer deswegen, weil die schneller winden können, auch ohne Perks, die können auch schneller die Truhen tragen und vor allem Dingen, was ganz wichtig ist, die können mir dann praktisch gesehen auch einen Treffer oder zwei mehr wegstecken. Die Schützen können alleine nicht winden und sind dafür nicht gut geeignet. Also im Solo brauchen die viel zu lange und ich verstehe es nicht. Wenn ihr windet und ihr seid Nahkämpfer, windet einfach. Windet einen Punkt und dann hört auf, ist egal. Aber lasst nicht den Schützen winden alleine. Das wird nicht gut enden, das dauert zu lange und so könnt ihr auf jeden Fall auf eine Niederlage einstellen.
Da wir gerade über das Winding-Team gesprochen haben, beziehungsweise das Extraktionsteam, kommen wir direkt schon zum allernächsten Tipp. Das ist praktisch gesehen, spielt in der Teamzusammenstellung nicht mit 4 Nahkämpfern oder 4 Schützen. Das hat folgenden Grund: Habt ihr 4 Schützen an der Backe, einmal 4-mal Robin Hood, ganz krass gesagt. Wenn ihr windet, braucht ihr erstens doppelt so lang, das ist ja schon mal schlecht. Zweitens kommen dann die Nahkämpfer, machen euch fertig oder ihr steht halt alle 4 hinten. Und ja, selbst wenn ihr die Nahkampf-Perks von Robin Hood reinhaut, reicht das nicht. Also die Brawler werden euch auseinandernehmen. Und wenn ihr 4 Nahkämpfer habt, sagen wir mal auch Worst Case, ihr kriegt eine Ulti ab oder ihr kriegt von einem Brawler sein Item ab oder irgendwie schafft es dann die Huntress bzw. die Hunterin, euch von hinten zu assassinieren. Also es gibt da viel mehr Variabilität. Also, ist wohl nicht ganz so geil, oder? Die perfekte Teamzusammenstellung ist eigentlich, wenn ihr jeder einen unterschiedlichen Charakter spielt. Aber ansonsten, wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr auch 2 Nahkämpfer spielen. Das heißt 2 John oder 2 Tux. Oder ihr spielt 2 Marians oder 2 Robins. Das heißt also, die Schützencharaktere, die keinen Nahkampf haben, die wechselt ihr dann untereinander aus oder die Nahkampfcharaktere. So habt ihr dann eine etwas optimalere und vielseitigere Teamzusammenstellung. Schluss gibt es natürlich noch Quick-Tipps und wir sagen jetzt direkt noch was mit dem Overlay. Wenn ihr den Schlüssel habt, seht ihr unten links, auf welche Etage ihr müsst. Es gibt einmal den geraden Strich, das bedeutet praktisch, das sind die Plus-Etagen. Und wenn der so abgeschrägt ist, sind das die Minus-Etagen. Und wenn euer Gegner die Truhe hat, beziehungsweise den Schlüssel oder die Schatzkammer sucht, dann seht ihr das ganz oben im HUD. Jetzt kommen wir noch zum Kampfsystem. Die Nahkämpfer müssen so spät wie möglich die Abwehrtaste drücken, um einen Angriff perfekt zu parieren. Und die Fernkämpfer müssen so früh wie möglich, also im Timing, ausweichen. Bedeutet also, der Nahkampfangriff trifft euch fast, dann braucht ihr nicht auszuweichen, weil die werden euch treffen. Und gerade beim Brawler, wenn er mit seinem Angriff trifft, kommt noch so ein leichter Impact. Dann kriegt er zwar nur einen leichten Schaden, aber ihr seid leicht benommen und ihr könnt dann ziemlich schnell noch einen nachgesetzt bekommen. Also merken wir uns nochmal, Nahkämpfer so spät wie möglich abwehren, Fernkämpfer so früh wie möglich ausweichen. Das war's soweit mit meiner Einschätzung zu Hood, Outlaws and Legends. So ein paar Tipps und Tricks, die man machen kann. Wie gesagt, wird für den einen oder anderen was dabei sein. Richtet sich mehr an Anfänger oder an die, die sich vielleicht mit dem Spiel noch nicht so stark befasst haben. Wenn euch das Video gefallen hat, liken und hypen nicht vergessen. Lasst gerne das kostenlose Abo da, um keine weiteren Gameplay-Videos oder Gaming-Sachen hier zu verpassen. Ich sag noch Tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß beim Zocken.